Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die letzten Wochen haben wir uns viel beschäftigt mit dem Thema Vermögensschutz und Staatsschulden. Das sind Themen, die uns im Risikomanagement eine Menge Arbeit bescheren. Lassen Sie uns heute deshalb einmal in die Zukunft versuchen zu schauen und zu prognostizieren, wo die Märkte denn auch hinlaufen. Wie geht es denn den Märkten eigentlich? Und da kommen wir in unserem Investmentprozess mittelfristig, das heißt nicht in 4 und nicht in 6 Wochen, aber auf Sicht von 1 bis 3 Jahren durchaus auf positive Ergebnisse. DAX 20.000, Dow Jones 40.000 und Gold 2.100. Das sind Werte, die die Märkte durchaus in den nächsten Monaten erreichen können. Zwar nicht geradlinig, aber unter Schwankungen. Vieles spricht dafür. Schauen wir uns die technischen Entwicklungen der Märkte an. Hier einmal der deutsche Aktienindex, kann man erkennen, dass er die Krise sehr gut verarbeitet hat und diese wichtige Marke eben im April, März diesen Jahres bei 14.000 Punkten bravourös gemeistert hat. Und er ist nun dabei, den Anlauf zu nehmen Richtung 16.000. Das erste Kurspotenzial nach technischer Analyse. Und bei Abflachen der Corona-Krise, auch das ist wahrscheinlich durch die Impfungen, ist als erstes das Anlaufziel bei 17.000, mittelfristig eben 20.000. Schauen wir uns den wichtigsten Markt jenseits des Atlantiks an, den Dow Jones. Auch hier können wir klar erkennen, die Pandemie wurde verarbeitet, die wichtige Hürde auch hier wurde genommen. Aktuell steht er knapp vor 35.000 Punkten. Und auch hier sind wir zuversichtlich, dass er technisch nun frei ist, eben Richtung 40.000. Das sind gewaltige Zahlen, aber die sind durchaus untermauerbar. Und schauen wir uns noch Gold an. Gold hat im letzten halben Jahr schön konsolidiert, hat hier unten bei knapp unter 1700 Dollar seinen Boden gefunden, seine Unterstützungslinie und hat jetzt wieder den Weg Richtung 2000, 2000. 100 Dollar eingeschlagen, ein Wert, bei dem man Gold durchaus als Beimischung im Portfolio haben sollte. Physisch sind eh ein paar Münzen ganz gut. Ja, und neben den technischen Analysen gibt es natürlich auch die fachlichen fundamentalen Daten, die uns auch auszugsweise zu derartigen Prognosen kommen lassen. Die Weltwirtschaft ist prognostiziert für dieses Jahr mit 5,2% und nächstes Jahr 4,4%. Der Internationale Währungsfonds sieht die schlimmsten wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise als überstanden. Die Wirtschaft zieht an vielen Bereichen dieser Welt wieder an. Und wichtig, vergessen wir nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Konjunkturpakete in den USA mit 3 Billionen US-Dollar, aber auch in Europa mit 750 Milliarden sind zwar beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Das heißt, die Wirkungskraft dieser Konjunkturpakete entfaltet sich in den nächsten Jahren. Und es hat so viel Geld in die Druckerpresse eben gekommen durch die Politik, das wird zu Effekten führen, die nicht alltäglich sind. Dazu kommt, das Zinsniveau bleibt gering. Die Notenbanken in Europa und USA haben klar gesagt, bis Ende 2022, 2023 passiert an der Zinsfront erstmal gar nichts. Und schaut man in die Bücher der Einkaufsmanager, die weltweit die Güter und Rohstoffe für die Industrieunternehmen einkaufen, dann sehen wir durchwegs über alle Länder hinweg Einkaufsmanager-Indizes größer 50, manche Länder sogar mit Indizes von 60 und leicht darüber. Das sind schon Fakten, die uns absolut positiv uns in der Grundstimmung werden lassen, bei allen Risiken, die es natürlich gibt. Und besonders freut uns natürlich, dass bereits erste Nachholeffekte aus dieser Corona-Krise ersichtlich sind. In Großbritannien, in den Pubs, geht zum Beispiel das Bier aus. Das sind so Dinge, die Leute dürfen wieder raus, die Pubs sind auf und die Leute beginnen wieder zu leben und zu konsumieren. Auch in Europa, in Deutschland beginnen die ersten Reiseveranstalter
wieder Pläne zu schmieden, denn es gibt wieder Regionen, bei denen die Inzidenzen weit unter 50 oder gar Richtung 0 tendieren. Dazu kommen die Impfungen, die ja jetzt schon mit einem Drittel der Bevölkerung in Deutschland absolviert ist, und rechnet man hier noch 2-3 Monate dazu, dann werden wir auch hier hoffentlich wahrscheinlich das Gröbste hinter uns haben und die Wirtschaft kann richtig durchstarten. Davon sollte auf alle Fälle auch die Börsen profitieren. Schauen wir uns noch die Psychologie an. Am Angst- und Gier-Index können wir hier klar erkennen mit Werten um die 60. Er befindet sich in einem neutralen Bereich. Das heißt, wir haben weder eine Übertreibung nach oben noch eine besondere Angst an den Märkten. Eine Übertreibung nach oben, die Gier, das wäre gefährlich, aber auch hier sehen wir ein normales Umfeld. Alles in allem also durchaus gute Rahmenbedingungen, dass sich die Märkte unter Schwankungen natürlich weiter nach oben entwickeln werden. Wir lassen sie gerne laufen und beobachten das. In unserem Investmentprozess sind wir im Aktienbereich voll investiert und nutzen jede Gelegenheit, günstig bewertete Qualitätstitel ins Depot beizumischen und die Diversifizierung zu erhöhen. Fakt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sachwerte und Aktien, das sind die Gewinner in dieser Gemengenlage von politischer Unsicherheit, Geldschwemme, Corona-Pandemie und ähnliches. Kontoguthaben und Bargeld, das sind die Verlierer. Wer die zu lange hält, wird am letzten Ende dann dem Zug hinterher schauen. Wir vertrauen auf Werte, tun Sie es auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche, Ihr Andreas Glogger.